Wie war der Abschlussball? Das gehört mir. Wir waren quitt. Und dann machst du sowas? Das war meine Idee. Ich werde dir den Arsch aufreißen, Kumpel. Ich brauche dieses Band. Oh. Na, dann nimm es mir weg. Ja. Was wirst du jetzt tun? Ich muss überhaupt nichts tun. Hugo Porsche macht das. Er ist bei der Sache mein Partner. 50-50. Also, kriege ich jetzt bitte mein Band wieder? Fick dich! Fick dich. Ich nehme deine Hälfte. Nein, das Geld gehört Sam Yang. Das Geld, das du ihm gestohlen hast. Das kratzt mich kein Stück. Das ist mir scheißegal. Du gibst mir deine Hälfte. Und wenn ich's nicht tue? Showtime. Okay. Okay, was? Zeig ihn den Film. Ich mach keinen Witz hier. Ach, das ist mir völlig egal. Das dürfte ziemlich interessant werden. Dan, Marcy, Mr. Salinger, würden Sie mir kurz im Wohnzimmer Gesellschaft leisten? Schön. Matthew, willst du noch irgendwas sagen, bevor wir uns das ansehen? Okay, dann kann die Show beginnen. Hallo, ich bin April. Und ich bin Ferrari. Sie kennen uns vielleicht als Stars aus der Erwachsenenfilmbranche. Und heute nehmen wir uns die Zeit, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Sex! Besondere Ereignisse, zum Beispiel der Highschool-Abschlussball, erhöhen den Druck auf Teenager, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren und ungeschützten Verkehr zu haben. Ich weiß noch, ich habe meine Jungfräulichkeit auf dem Abschlussball verloren. Und du, April? Als ich 10 war. Machen wir weiter. In diesem Video werden wir alles durchnehmen, vom Kuss bis zum Vorspiel. Und zum Schluss werden wir euch zeigen, wie man ein Kondom aufzieht, selbstverständlich bei einem richtigen Menschen. Es gibt keine Gurken oder Bananen in diesem Video. Also, wer von euch schlimmen Jungs jetzt ein scharfes Porno-Video erwartet, dem raten wir, keine Zeit zu verschwenden und auszuschalten, denn ihr werdet keinen Sex zu sehen kriegen. Was ist denn das für eine Scheiße? Hier seht ihr nur Sexualerziehung. Das ist sehr interessant, Matthew. Ja. Ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Wenn ich da so an die Aufklärungsfilme aus unserer Zeit denke. Ich sage Ihnen, wenn die auch nur im Entferntesten so wie der gewesen wären, hätten wir bestimmt besser aufgepasst, meinen Sie nicht? Ich finde das grässlich. Aber, naja, was soll's. Die heutige Jugend ist ja sowas von verdorben. Vielleicht ist das wirklich der einzige Weg, um sie zu erreichen. Vielleicht ist das gar nicht mal so übel, Matthew. Ich finde das ganz schön wild. Das könnte sich gut verkaufen, denken Sie nicht? Wie bist du nur auf diese Idee gekommen, Matthew? Was soll ich sagen? Das ist wie eine Gabe, versteht ihr? Ich kann das nicht kontrollieren.